Ja, hallo Freunde, ihr seht schon, ne? Hotel Seven Stars auf Karpathos in Pegadia. Ich habe ja gesagt, dass ich euch jetzt hier auf dem Kanal auch immer meine Hotelerfahrungen ja, mit euch teile. Und ja, dieses Hotel so von außen jetzt nicht der Burner, sage ich mal, aber es ist ein Drei-Sterne-Hotel und ja, Karpathos ist ja doch eher so die Insel für Individualisten, ne? Und Leute, die auch so ein bisschen die Ruhe suchen. Der größte Ort Pigadi hat, glaube ich, 3000 Einwohner und ansonsten gibt es dann immer nur Dörfchen. Also das mal zu Karpathos. Ja, dieses Hotel ist familiengeführt und lebt meines Erachtens gerade für das deutsche Publikum von einer deutschen Hotelmanagerin, so wie ich sie mal bezeichnen, Sabrina, die sich also wirklich rührend und allumfassend um die Gäste kümmert und wirklich mit Rat und Tat und jeder Auskunft parat hat. Also da ist ihr auch wirklich keine Mühe zu groß. Und wir hatten so mehrere Anliegen auch in Richtung Tisch, andere Bettdecke, Kopfkissen und solche Dinge. Und die waren immer mittags auch erledigt. Also man musste da nie erinnern. Also das war schon mal rein vom Gästemanagement her, also astrein, ne? Ja, ihr seht ja, ne? Nette kleine Empfangshalle, alles sehr gepflegt. Wir steuern jetzt auf den Frühstücksraum zu und das bringt mich zum Frühstück. Ja, das war jetzt gegenüber dem normalen griechischen Standard höherwertig, sage ich mal. Es gab dann noch Wurst und Käse, aber das soll man allgemein in Griechenland nicht überbewerten, aber es war gut, alle Sachen waren frisch, alles war okay, also man konnte überhaupt nicht meckern. Ja, Leute, die Poolanlage seht ihr, ne? Auch gepflegt, alles okay. Wasser, Pool wurde jeden Tag wirklich immer gepflegt, gereinigt und so weiter. Also da gibt es auch nichts zu meckern. Ich sage jetzt mal, die Verpflegung am Pool ist da nicht so toll. Dosenbier und das Ganze dann auch noch relativ teuer. Und ja, wer da Wert drauf legt, also der wird da sicher nichts finden, was ihn glücklich macht. Aber so rein Pool, mal nachmittags kurz reinspringen oder sonst irgendwas, absolut okay. Ja, ihr seht das schon, ne? Ich hatte das Zimmer mit Meerblick und das würde ich auch jedem absolut empfehlen, es so zu machen. Ich würde also nicht das Seven Star aufsuchen und irgendein anderes Zimmer nehmen, sage ich ganz ehrlich. Ich hatte da nämlich auch gesehen, da liegen dann einige so mit Blick zum Parkplatz raus oder so Geschichten. Also das fand ich nicht so toll. Unser Zimmer hier mit Meerblick, absolut klasse. Ja, dann schauen wir uns doch direkt die Zimmer an, ne? Also, ihr seht hier, Ausblick schön und es gibt ja kleines Tischchen, zwei Stühlchen und was ein Nachteil ist, das seht ihr schon, ne? Die Klimaanlage ist dann mit auf dem Balkon verbaut und wenn ihr natürlich die Klimaanlage anhabt, kommt da warme Luft raus, dann könnt ihr da nicht mehr so schön sitzen. Das war einer der Nachteile, aber wie gesagt, man kann ja auch, wenn man draußen sitzt, die Klimaanlage mal ausschalten, zumal nachts ja immer der Karpathos-Wind geht. So, sprechen wir weiter hier über die Geschichte. Ihr seht also hier TV. Es gab aber nur ZDF, hat uns aber vollkommen ausgereicht. Warum? Es gibt nämlich ein sehr, sehr gutes WLAN im Hause. Und hier die erste Ecke, die ihr gesehen habt, da haben wir dann uns dann noch einen Tisch kommen lassen, weil die Ablagen, das war einfach zu wenig. So, aber der Tisch, einmal gebeten und mittags stand der da. Also das war toll. Na, hier seht ihr Kaffeemaschine und ja, der Geschirr dann nur das Nötigste, zwei Leute, zwei Tassen und zwei Gläser. Ne? Den Kühlschrank. Kleiner Kühlschrank, den müsst ihr mieten, kostet meines Wissens, wenn ich mich erinnere, 15 Euro die Woche. Hängt damit zusammen, dass der Strom auf Karpathos sehr, sehr teuer ist, weil nur ein Kraftwerk da ist. Ja, ich glaube, für 2 Wochen war es dann etwas günstiger. Hier das Badezimmer, sehr kleines Waschbecken, muss man dabei sagen, aber ansonsten alles top. Immer sauber und immer gepflegt. Ne? Eine Dusche, mehr braucht man im Urlaub nicht, eigentlich auch sonst nicht, aber man bildet sich immer ein, man bräuchte mehr. Ja. Na, hier mit einer großen Brause und kleine Brause noch. Ne? Also das war schon also eine Regenbrause. Und nochmal, Zimmer.
jetzt nochmal von der anderen Seite geschaut. Also waren absolut top. Ne? Ich bin ja eigentlich nicht der Hoteltyp, aber in dem Zimmer ließ es sich wirklich gut leben. Und ihr seht, Klimaanlage müsst ihr auch mieten, 7 € am Tag. Ja, das war das Zimmer. Ja, mein Fazit zum Hotel Seven Stars. Also nettes, familiengeführtes, kleines 3-Sterne-Hotel, entspricht dem Standard, absolut, eine nette Managerin. Ja, und ich habe für 2 Wochen, für 2 Personen nur 1052 bezahlt. Insofern macht mir das natürlich eine Empfehlung sehr, sehr leicht. Aber ich hätte auch durchaus 13, 1400 bezahlt und würde genauso sprechen. Ja, ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, euer Mr. Bowlfish.